John Cena ist da drin. Spinnpaket von X2 Twins. Der sagt mir nichts. Ich interessiere mich ja gar nicht so wirklich für andere Fortnite-YouTuber, Twitch-Streamer. Ich werde es einfach machen. Also den großen kenne ich, Standard-Skill und sowas, die schon, aber jetzt hier so diese, ich kenne die nicht. Gar kein Interesse für. Heute ist zwar nichts Neues, aber dieses Sprintpaket, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, war das schon mal drin oder was nicht schon mal drin. Das kommt mir ein bisschen neu vor, auch wenn alte Sachen drin sind. Bin ja gleich mal gespannt bei den täglichen, ob da wieder irgendwas dabei ist, was über 1000 Tage nicht mehr drin war. Pumpernickel. Ne, wie heißt das? Pumpernickel. Ah, okay. Wildes Schneiden. Oh, der Gleitheil ist dabei. Ist der Gleitheil mal in irgendeinem Paket ist? Nice. Sauer, so sauer ist drin. Können sich noch alles einzeln holen. 1600 V-Bucks Rabatt. Die Finsterbomberin. Okay. Dann noch Ross. Glyphe der Dunkelheit. Ich weiß nicht, wann die Finsterbomberin mal einen neuen Stil bekommt oder im Allgemeinen als Paket reinkommt. Das werde ich bestimmt auch wiederholen. Nicht nur wegen des neuen Stil, aber auch wegen dem Paket. Oh, heute ist wieder Pizza Time. Oder Tomatenteil. Tomatenkopf. Christina. Pizzaschneider. Axterion. Gott. Extra Käse. Pizzaparty. Jetzt habe ich voll Lust auf eine Pizza, ne? Voll Lust auf eine Pizza jetzt. Aber was hat Tomate eigentlich mit Pizza zu tun? Eigentlich gar nicht. Eigentlich nur, wenn auf eine Pizza Käse und dann Tomaten draufkommt, aber ich kenne das selten, dass irgendjemand sowas bestellt. Mieses Feuer ist noch drin. Klar doch. Das sind ja Gegenstände eigentlich, die, sag ich mal, neu sind. Aber nicht wirklich, die hat man ja gratis mal bekommen, aber jetzt für den Shop sind die halt neu.
Deswegen glaube ich, das bleibt dann noch bis heute drin und morgen ist dann wieder raus. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die irgendwann einen neuen Stil bekommt, aber dauert bestimmt noch. Sandhai fahren. Weiß gar nicht, war die auch? Bin da nicht mehr drin? Schattenagenten. Die kommt regelmäßig rein. Wackelquatsch. Ich glaube, der war lange nicht mehr drin. Du bist dran. Wunderbarer Wirbel. Ah. Zauberwürfel. Alien-Paket noch drin und das Paket. Ich muss aber kurz mal gucken. Ich glaube, die Sandfahrerin, die war das letzte Mal auch vom Jahr drin. Ja, tatsächlich, die Sandfahrerin war auch das letzte Mal vom Jahr drin. Vor etwa 380 Tage, ja. Schon ein gutes Jahr her. Was haben wir noch? Die Emotes, die drin sind, die sind so ungefähr zwei Monate bis drei Monate alt. Was noch? John Cena ist jetzt vor anderthalb Monate drin gewesen. Ach, dieses Paket hier. Das ist vor einem guten Monat drin gewesen, aber ich erinnere mich nicht dran. Ja, keine seltenen Sachen heute so wirklich drin. Außer die Sandfahrerin, die war vor einem Jahr drin. Also über ein Jahr, also. Jetzt nichts Dramatisches. Ist jetzt auch an einem Montag auch nicht gedacht, dass da irgendwas Krasses reinkommt. Müssen wir mal morgen gucken, wie das morgen ist. Obwohl, morgen kommt, glaube ich, ein neuer Skin rein, der in den verschlüsselten Datei drin ist, an diesem Rift-Wächter. Da bin ich mal gespannt.